va changer de camp. Et dans le Nouveau dans l'Ancien Testament, Testament, nous avons vu que le roi Salomon, haben wir gesehen, dass der König pour Salomon, dédier le temple, den Tempel einzuweihen, il a choisi les chantres. Hat der Sänger auserwählt. Il y avait les chantres et les sacrificateurs. Es gab dementsprechend Sänger und Priester, qui étaient là présents.
die da anwesend waren. Et la Bible nous dit ceci, und die Bibel sagt uns dies, quand on chantait, als man gesungen hatte, on jouait les instruments, hat man dementsprechend Instrumente dazu gespielt, la gloire de l'Éternel est descendue dans la maison. Und die Herrlichkeit Gottes ist hinuntergekommen in diesem Haus. Et la Bible nous dit encore une fois, und die Bibel sagt zu uns noch einmal, avant que ça faisait pousser entrer, bevor er halt la main de l'Éternel a manifesté, kam schon seine Hand zuvor und hat sich gezeigt. Donc la louange, l'adoration, la musique, das bedeutet, die Anbetung, der Lobpreis und très die important Musik devant la présence de Dieu. Ist sehr, sehr wichtig vor Gottes Gegenwart. Car ça touche le cœur de Dieu. Denn es rührt Gottes Herz. Et c'est pour ça que la Bible dit ceci. Und deswegen sagt die Bibel dies, die Zeit ist gekommen, là où vous avez adoré, adorant le Père en esprit, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist anbeten c'est werden. C'est un adorateur que le Père cherche maintenant. Und das sind diejenigen, die der Vater jetzt sucht. Donc nous sommes appelés pour adorer l'Éternel. Daher wir sind dazu berufen, um den Herrn anzubeten. Nous sommes appelés pour élever le nom de l'Éternel. Wir sind dazu berufen, um den Namen Gottes car zu erheben. Car il siège au milieu de louange et d'adoration. Denn er sitzt im Lobpreis und in der Anbetung. Et quand nous approchons devant sa présence, und wenn wir uns gegenüber ihn annähern, nous devons préparer notre cœur. Müssen wir unsere Herzen vorbereiten. Notre Dieu sonde le cœur et le rein. Denn unser Herzen prüft die Herzen und die Nieren. Donc ceux qui s'approchent près de l'Éternel, das bedeutet, die Personen, die sich Gott annähern, qui croient qu'ils cherchent quelque chose devant müssen sa présence. Zunächst mal glauben, dass sie etwas suchen in seiner Gegenwart. Et quand nous approchons, und wenn wir uns il y a la grâce de Dieu qui descend. Kommt Gottes Gnade hinunter. Et quand nous approchons d'un cœur sincère, und wenn wir uns vom wahren Herzen her annähern, Dieu aussi voit. Sieht Gott. Il se manifeste au milieu de son peuple. Und er zeigt sich in Volk. Alors quand on dirigeait le temple, und zur Zeit, also im Tempel, ils se préparaient tous ensemble, haben sie sich alle gemeinsam en jouant les instruments. Indem sie halt Instrumente aujourd'hui, encore une fois, heute auch noch comme mal, nous sommes appelés pour participer ensemble cette journée merveilleuse, là où nos enfants, nos frères et sœurs, wo unsere Kinder, unsere Schwestern, unsere Brüder, ils ont préparé cet album, diesen Album vorbereitet haben. Qui m'a touché? Wer hat mich berührt? Et je sais que ce jour-là, qui savait dire qui m'a touché? Und ich weiß, dass an diesem Tag Jesus gesagt hat, wer hat mich berührt? Car en lui, il y avait une gloire qui était sortie. Denn aus ihm ist eine Herrlichkeit hinausgegangen. Il y avait une puissance qui était sortie. Es gab eine Kraft, was aus ihm donc quelqu'un était guéri. Das heißt, irgendjemand et war aujourd'hui, geheilt. Encore une fois, und heute auch noch je dirais ceci, quelqu'un va être guéri aujourd'hui. Will ich sagen, dass jemand geheilt werden wird. La Bible dit que permanez selon amour. Je m'appelle Frère John, journaliste de TV La France, j'ai vu, donc j'ai accompagné Papa Leta. J'ai une question par rapport à... Parce qu'on a entendu les pasteurs, on dit des bonnes choses sur vous, sur la vision de l'album. Moi, j'aimerais demander directement à vous, en fait, en réalisant cet album, quel est votre objectif? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre en réalisant cet album? Merci. Also die Frage lautet, was ist Ihr Ziel? Welche Ziel verfolgt ihr? Ihr habt Album rausgebracht, aber was steckt dahinter? Wo wollt ihr denn hin? Vielen Dank für deine Frage. God bless you. Unser Ziel mit diesem Album ist nicht, die Leute hören zu lassen, alleine. Notre but avec cet album, nous voulons pas seulement que les gens puissent l'écouter. Sondern ist eine Message, die wir der Welt geben wollen. Mais nous voulons donner en fait un message. Wir wollen der Welt die Message geben. Nous voulons donner au monde le message. Dass jeder kann den Herrn berühren. Que chacun peut toucher l'Éternel. Aber es mangelt an Glauben, es mangelt an Kraft. Leute sitzen zu Hause. Il y a des gens qui sont assis dans la maison. Viele Jugendliche sind wieder in der Welt gegangen. Beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés au monde. Und das zieht direkt dazu bei, dass wir in Kirchen et cela fait que dans les églises eine Lehre sehen. Qu'il y a en fait vide. Und durch qui m'a touché? Et par qui m'a touché? Wollen wir den Menschen, nous voulons dire aux hommes, nicht nur unsere Generation, pas seulement notre génération, auch die ältere Generation, mais la génération aussi qui sont plus âgées, leur donner un message, unser Glauben festzuhaben, de garder en fait notre foi, und den Herrn zu berühren. Pour toucher l'Éternel. Das ist unsere Message. C'est notre und dass alle message. Et que toutes les jeunes wieder den Herrn berühren. Qu'ils puissent toucher
Aber nicht nur berühren, Dieu, mais pas seulement toucher ainsi, sondern die Kraft Gottes wirklich manifestiert. Pour que la force de Dieu puisse se manifester. Wie seid ihr darauf gekommen, Kima Touché zu nehmen? Ihr hättet auch einen anderen Satz nehmen können, beispielsweise, keine Ahnung, wie Pasteur, genau, irgendetwas anderes nehmen können aus der Bibel. Was hat euch inspiriert, Kima Touché zu nehmen? Warum seid ihr davon überzeugt, dass das euer Titel ist? Vielen Dank, meine Schwester. La sœur de... Merci, notre sœur. La sœur a demandé en fait pourquoi, qu'est-ce qui vous a ramené à donner en fait le titre qui m'a touché, parce qu'on pouvait aussi prendre une autre thème par rapport à cela, peut-être la foi ou bien l'élévation et tout, mais pourquoi vous avez pris en fait qui m'a touché, seulement cette phrase, vous êtes arrivé là comment? Wir haben eine Sache verstanden, es ist, wir können nichts machen, ohne eine Botschaft von den Herrn zu bekommen. Wir können singen, wie wir wollen, aber wenn wir keine Botschaft haben, werden wir die Menschen nicht erreichen. Also, diese Botschaft erhielten wir durch eine Vision. Also, nous avons eu cette message au travers d'une vision. Und diese Vision kam 7 Jahre her. Cette vision date de 7 ans. Und wir haben nur eine passé. Hand gesehen. Et nous avons vu seulement juste la main. Und also die Frau, die den Kleid vom von Jesus berührte. C'est-à-dire la femme qui a touché en fait l'habit de Jésus. Et stand qui m'a touché. Et on a écrit qui m'a touché. Nur das habe ich bekommen. C'est seulement ça que j'ai eu. Und dadurch. Et par rapport à ça. Waren wir fest davon überzeugt, dass das die Message ist. On a été convaincu que c'est ça le message. Alles kam nacheinander. Et tout est venu peu à peu. Und davon waren wir noch mehr überzeugt. Et après nous avons eu une forte conviction. Mein Name ist Deborah Kuitila und ich vertrete The View of the Glory. Und meine Frage handelt sich um die Entstehung des Albums. Ihr habt ja gerade gesagt, dass es jetzt 7 Jahre her ist, dass die Vision da war. Und ich frage mich halt, warum es überhaupt 7 Jahre dauert, bis man dann zu dem fertigen Produkt kommt. Also gab es Hindernisse oder wie kommt es dazu, dass ihr halt so viel Zeit gebraucht habt? Zwischendurch hattet ihr auch dieses Warm-up, Salashwanayo, aber es kam halt nichts, es kam erst jetzt zustande und das ist halt, was ich gerne wissen würde. Elle veut savoir, depuis que tu avais ou bien vous avez reçu la vision, il y a de cela dès 7 ans. Pourquoi ça a duré 7 ans? Quels sont les problèmes, les difficultés que vous avez racontées tout au long de 7 ans? Merci, vielen Dank für die Frage. Ihr habt vorhin unser Video gesehen. Vous avez vu notre vidéo? Wie wir angefangen haben. Comment nous avons commencé? Wir müssen erstmal wachsen. On devait d'abord grandir sur le plan spirituel. Durch das Wort Gottes. Et écouter la parole de Dieu. Wir mussten verstehen, wem wir dienen. Et on devait d'abord savoir qui nous prions, qui nous und voulons warum servir wir dienen. Et pourquoi nous servons Dieu. Und eins hatten wir immer in Vordergrund gesetzt. Et on avait toujours quelque chose. Das war unser Talent. Et c'était notre talent. Qui aber était Gott hat uns in diesen 7 Jahren gezeigt. Et Dieu nous a montré pendant ces 7 ans. Das Talent alleine nicht reicht. Que c'est, ça ne suffit pas seulement d'avoir du talent pour servir und Dieu. Die Weisheit hat gefehlt. Et la sagesse nous manquait. So dass wir vorankommen können. Et pour qu'on puisse avancer. So question n'angeze panayo. Lilozo kende nanzela ya liloba. Liboso nyoso tuza ya kufungwama. Awa pe bachara na bango mutukalite. Siko en même temps zo kende pe nanzela ya musique. Est-ce que zana kote moko oyo ozomuna déjà? Nzileza munene kote oyo muke ou bien okokoka ko combiner nyo somi balé parce que expérience pe tali si ezana batu ba combiner nyo somi balé. Tozan évangéliste Ike Bali na classe lobi pa obala ko mitata na famille susu. Donc est-ce que za déjà na nzela oyo yo moko na mutse moko préféro kende mingi ou bien okogérer yango ndenge nini? Also meine Frage lautet, er predigt auch und er singt auch. Bevorzugt er persönlich einen Weg, entweder als Prediger nur oder als Sänger, oder ist er in der Lage, beide zu kombinieren? Réponse Zamoko, Nzela Zamoko, Jesu Nzela Nzela, Naulanda Nzela Nzambe, Yenda Opesanga Orientation tout. Amen. Non assisté. Non assisté. Koyemba. Koyemba.
Koyemba eza talanza mbachikati nanga. Me message eza toujours na motema nanga. Na koyemba ngo, na kolobango, na kobina nango, na kobete lango na sente. Donc na kobi sa message na tout ça. Voilà. Bete la nzambe milolo milolo milolo. Encore plus fort, plus fort. Yemba. Milolo. Bien aimé, c'est là.